Herzlich willkommen zu eurem Lieblingsreisemagazin. Und so in ganz kleinen Schritten bewegen wir uns ja wieder in Richtung Normalität. Auch wir hier im Magazin. Als erstes haben wir heute mitgebracht einen wunderbaren Ausflug von Teneriffa. Danach ein Quiz. Und dann gehen wir ins Restaurant zusammen. Und am Ende unbedingt dranbleiben, habe ich noch eine kleine Überraschung. Und jetzt viel Spaß. Ich war ja selbst an Bord der Perla, habt ihr ja vielleicht mitbekommen. Und ich muss sagen, das Tollste war zu sehen, dass schon nach einem Tag, manche schon nach ein paar Stunden, aber spätestens nach einem Tag, alle gesagt haben, oh, wie ist das schön. Raus aus diesem Alltag, raus aus der Tristesse und rein in richtig schönes Wetter und tolle Erlebnisse. Wie zum Beispiel bei Ausflügen auf Teneriffa. Einen schönen guten Morgen, meine Gäste. Willkommen auf Teneriffa, größte von den Kanarischen Inseln. Heute machen wir Ausflug in die Anaga-Gebirge, der östliche Teil von Teneriffa. Es geht in die Natur und unser Ausflug geht von Santa Cruz los. Wir fahren erst einmal bis zum goldenen Sandstrand, das künstlich angelegte Sandstrand aus der Sahara-Wüste gebracht in die 70er Jahre. Machen wir einen ersten Stopp und nachher geht es in den Bergen. Hoch von der Pflanzenwelt von der Wüste bis zu über die Erika-Pflanzenwelt, wo die Wolkenkondensation ein wunderschöner Wald möglich macht durch die Feuchtigkeit von den Wolken. Show me how to live outside my shell. Jetzt gerade hier auf Teneriffa, sind schön über die grünen Berge gefahren, fällt uns bis jetzt gut. Und jetzt sind wir auf einem ganz schönen schwarzen Sandstrand in so einem kleinen Dörflein. Also bis jetzt klappt alles wunderbar. Die Serpentinenfahrten fand ich total klasse, spektakulär so. Und auch die Berge, die Landschaften. Ja, und jetzt immer der schöne Blick aufs Meer. Toller ja. Ausflug. Show me, show me, show me what I'm missing, missing. Hier gerade am Fuß del Carmen und hier gibt es einen sehr schönen urigen Wald. Es wirkt ein bisschen wie im Regenwald. Passenderweise regnet es auch gerade ein wenig. Das tut dem Ganzen aber keinen Abbruch. Hier kann man sehr schön über so einen Holzsteg laufen und eine faszinierende Natur hier tatsächlich überall. Ja, wir sind jetzt hier auf Teneriffa und genießen hier den Aussichtspunkt. Wir wollten eigentlich den Teide sehen. Ist einfach, ja, herrlich. Und natürlich gab es auch jeden Tag die Primetime, in diesem Fall mit Birte. Und in dieser Primetime, wo wir jetzt ein paar Ausschnitte von sehen, da ging es richtig hoch her. Ihr könnt mitraten. Darf Stefan anfangen? Sehr gern. Wir legen los. Wenn ihr es erkennt, Bianca, Pia, einfach reinrufen. Ah, okay, ja. Ein Gummiboot oder so. Ja! Und das ist richtig! Oh, super! Oh! Oh, ja! Ja! Wisst ihr es? Singt keine Frau, singt Mann. Hatte wirklich schön Schnurrbart und hat in einer Band gesungen, die nicht König heißt auf Englisch, sondern Königin. Can you sing that? Huh? Can you sing that? Eagle diver, I feel alive. Go, 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 there's no stopping me. I'm burning through the sky, yeah. 100 degrees is what I call it.
the speed of light. I'm gonna make a supersonic man out of you. Don't stop me now. Atemlos. Atemlos. Perfekt. Stimmt das? Ja. Ist es atemlos, Sultan? Atemlos. Wow. Damit steht es 1:1. Stark blondierter Sänger aus den 90ern. Der hat damals auf der Love Parade gesagt, ich bin es. War der erste Song dieses stark blondierten jungen Mannes. Ich glaube... Hören wir mal rein ins Ergebnis. How? Wie? Wie? Like it's too hard. Das kriegt man nicht gesund. Das rote Pferd? Nee. Schniechner Schnappi? Schniechner Schnappi? Was war? Okay, erraten. Ja, ich glaube... Ich glaube, auf der Ecke zuerst. Ne? Markus, wer wäre schneller? Oder machen wir einfach beide? Jetzt muss die beiden hier so stehen. Markus, da muss jetzt durch. Ist dein Spesenkonto. Du musst sie beide ausbezahlen. Ihr kriegt einfach beide eine Flasche Champagner. Und einen Riesenapplaus. Danke fürs Mitmachen. Viele von euch haben ja sich selbst wahrscheinlich und vor allem uns gefragt, wie funktioniert das an Bord eigentlich mit dem Essen, mit den Restaurants, mit den Buffets? Und deswegen haben wir euch einen kleinen, tollen Film gemacht. Mein Kollege Yves und mein Kollege Darko. Sicher an Bord mit Yves. I'm a hungry man, that's what I am. I'm a hungry man, that's what I am. Essen spielt natürlich auf jeder AIDA-Reise eine zentrale Rolle. Ich bin zu Gast im Marktrestaurant und an meiner Seite der Manuel, der uns am besten erklären kann, was hat es auf sich mit den Hygieneregeln hier in den Restaurants? Also es ist tatsächlich zu beachten, dass wir verschärfte Hygienemaßnahmen haben aufgrund von Corona. Das heißt also, vor jedem Restaurantbesuch muss sich die Hände gewaschen werden. Na, da gucken wir auch drauf vorne am Eingang. Dann haben wir ein Tracking-System. Das heißt, ihr legt die Bordkarte vorne auf den Tisch und wir scannen das ein, damit wir wissen, welcher Gast gerade wo ist. Und dann wird nochmal die Hand desinfiziert. Dann werdet ihr zum Platz begleitet und dann gibt es ein schönes Dreigangmenü, was man aber auch optional auf 4 oder 5 Gänge erweitern kann, je nachdem, wie viel Hunger man denn gerade mitbringt. A hungry man. Wie funktioniert es mit den Getränken? Es wird ja keine Karaffen derzeit auf den Tischen geben. Wie läuft die Getränkelogistik? Das mit den Karaffen stimmt. Also am Anfang haben wir immer Karaffen draufgestellt. Das machen wir jetzt nicht mehr. Das heißt, wir servieren die Karaffen am Gast. Dann darf sie auch drauf stehen bleiben, wenn man mit 2 Personen zusammengehört. Natürlich, also keiner muss auf Getränke verzichten. Das Bier bleibt inklusive, der Wein bleibt inklusive. Genau, Kaffeespezialitäten haben wir noch dazu, die man sich bestellen kann. Wie gesagt, alles andere bleibt eigentlich beim Alten. Nur, dass wir halt am Platz servieren. Du sagtest gerade bereits zusammensitzen. Wer darf denn mit wem zusammensitzen oder auch wie viele Personen? Ne? Also alle Menschen, die zusammen angereist sind und aus einer Familie kommen und in der gleichen Kabine wohnen, dürfen zusammensitzen. Die gleichen Buchungsnummern dürfen auch zusammensitzen. Das heißt also, wenn man jetzt mit Tochter oder Sohn verreist, man hat 2 Kabinen, aber die gleiche Buchungsnummer, dann darf man natürlich auch zusammensitzen, ist gar kein Problem. Und Menschen, die sich quasi unterwegs kennengelernt haben, wie auch immer, dürfen mit bis zu 6 Personen und unterschiedlichen Buchungsnummern zusammensitzen. Weiterhin wird auch noch mal das Ganze am Tisch erfasst, also dieses Tracing, was wir am Eingang gemacht haben, wird noch mal mit unserem Kassensystem NXP am Tisch durchgeführt, sodass man auch nachverfolgen kann, falls ein Outbreak sein sollte, welcher Gast in welcher Station und bei welchem Kellner gesessen hat und dass man dann so auch alle Beteiligten aus dem Bereich isolieren könnte. Optimal. Manuel, wie ist es denn, wo sehe ich, was gibt es überhaupt, wie kann ich mir mein Menü zusammenstellen? Wo sehe ich es und wie bestelle ich am Ende?
Wir haben einmal eine Frühstückskarte, da ist auch alles tatsächlich ganz genau beschrieben mit jedem Gang, den man bestellen kann. Dann haben wir auf der Rückseite immer dabei einmal das Mittagsmenü und das Abendmenü, wo man dann halt Vorspeise, Hauptspeise, Dessert bestellen kann. Dann haben wir auch immer die Daily-Sachen da drauf, die immer drauf bleiben, also wie zum Beispiel Käse, der gerne gegessen wird als Dessert. Wir haben meistens immer eine Suppe mit drauf, wir haben ein Signature-Dish im Restaurant auch, also eine große Vielfalt. Wir haben auch hier diesen QR-Code. Ja, das heißt, den kann man einscannen und da kommt man dann ins Bordportal. Und da sind auch alle Menüs von allen Restaurants hinterlegt. Aber ich sehe auf dieser Karte das Gleiche, wie wenn ich es mit dem QR-Code einscannen würde. Ist das richtig? Ja, das stimmt tatsächlich. Man kommt dann ins Bordportal und da ist dann das tagesaktuelle Menü, was auch hier auf der Menükarte zu finden ist, ebenfalls zu finden. Der Unterschied beim QR-Code ist, dass man da halt einen Einblick in die ganze Kulinarik des Schiffes bekommt, also in alle à la carte, semi-à la carte und Buffet-Restaurants auf einen Blick. Ja, Manuel, ganz herzlichen Dank. Und ich glaube, man kann zusammenfassend festhalten, niemand muss auf irgendwas verzichten. Und natürlich ganz wichtig, während des Essens darf die Maske abgenommen werden. Auch das alleine lädt hier zum Verweilen ein in guter Atmosphäre. Und vor allen Dingen steht von der Kulinarik die ganze Bandbreite zur Verfügung. Einziger Unterschied, sie wird halt bestellt. Und bevor wir jetzt zum Best-of kommen, noch mal ein Versprechen von mir. Ich war ja, wie gesagt, selber an Bord, Freunde. Bucht. Es ist gerade jetzt ein ganz besonderes Erlebnis. Es ist ordentlich Platz an Bord. Das Essen ist richtig lecker. Es funktioniert alles super. Und irgendwie fühlt man sich an Bord sicherer als zu Hause. Ist ehrlich so. Und jetzt kommen wir zum Schluss. Die schönsten Bilder mit der wunderbarsten Musik von Bord. Und bleibt dran, denn am Ende habe ich noch eine Überraschung für euch. When the sun goes down and the bed. Lovers in the night, poets trying to write. We don't know how to rhyme, but damn, we try. But all I really know, you're where I wanna go. The part of me that's you and never die. So Stopp, noch nicht gehen. Eine Kleinigkeit habe ich noch. Bitte schön.
Is that from you? Is that really that? Möchtest du das zurückhaben? Du kannst Kicknick, the next song is a really dance song. Du kannst ohne, du wirst dich verletzen. Ohne das. Moment. Unbelievable. The same. Well, darling, darling, stand by me. Oh, stand by me. Just as long as you stand by me.